So Leute, es geht weiter mit der Brennkammer. Ich werde das jetzt nochmal wegmachen vorne, die Lüftungssteuerung noch ein bisschen nachschleifen. Und dann denke ich, fange ich an unten mit der Ascheklappe. Ja, Material habe ich mittlerweile auch bekommen. Ein paar Winkerle, meine Blechstreifen, Material noch für die Füße. Ja, und dann können wir eigentlich wieder recht lustig weiterbauen. So, mittlerweile das Ding ein bisschen angezeichnet. Ich glaube, das reicht auf alle Fälle für die Ascheklappe. Ja, das geht immer noch relativ schwer. Werden wir schon noch irgendwie hinkriegen. Da verkopfe ich mich jetzt nicht. Hier kommen Scharniere hin. Hier werde ich gleich etwas versetzt drauf machen. Ja, und nachher außenrum noch überlappend Blechle anbraten. Die schneide ich mal aus der Gasflasche raus. Ja, dann werde ich jetzt hier erst einmal den Schnitt neu machen. Dann die Scharniere bohren und schrauben. 1, 2. Und ja, dann sehen wir uns einfach wieder. So, meine Lieben, die Scharniere haben wir mehr oder weniger gerade hingeschraubt. Jetzt kommen diese Blechle hier das eine dazwischen gebraten und die anderen halt außen hin. Jo, und dann geht es mit den Längsschnitten weiter. Da schneide ich dann auch wieder aus der Gasflasche raus, schweiß die hin und so weiter und so fort. Aber der Kollege darf jetzt erstmal den Passat rausstellen, weil wenn die Feuerkammer die Ascheklappe von unten soweit fertig ist, kommt das Teil wieder auf die Hebebühne und schwupps wird es dann auf das Gestell drauf gesetzt. Jo, die Dinger sind mal dran, die Blechle. Ja, geschnitten wie gesagt nur bis hier bis jetzt. Dann werde ich jetzt auf der Seite einschneiden, die ja, Schweißnaht hier ein bisschen runterschleifen, dann die zwei Blechle gleich drauf braten. Und an die Bleche unten dran kommt gleich der Verschlussmechanismus, bestehend aus diesem Rohr und dieser Stange. Rohr ansetzen, aufschweißen, einschneiden, einmal oben, einmal unten, oben, unten geschweißt. Ja, und dann sollte das eigentlich recht gut funktionieren. Dann schauen wir mal, dass wir das Ding soweit fertig kriegen heute noch. Wieder ein Abschnitt fertig, der Verschluss. Wird natürlich alles noch fein gearbeitet und sauber verschlissen. Verschliffen meine ich natürlich. Bisschen draufklopf und ja, er schließt schön ab. Weil er ein bisschen Spiel hatte. Ja, jetzt schneide ich mir hier dann noch die Bleche raus. Genau entlang von dem Klebestreifen. Und dann kann ich die auch noch drauf braten. Ja, und dann ist die Klappe fast soweit fertig. Das Ding werde ich bloß noch abwinkeln, sprich einschneiden, umbiegen, ja, und verschweißen. Und das war's dann mit dem Verschluss. Ja, die Ecken halt dann noch entsprechend alle vier schön anpassen. Gut, ich mach mal weiter. Tja, nicht schön, aber definitiv selten bis ein Einzelstück. Ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, ob wir das Ding aufmachen können. Jo, funktioniert. Und? Ja, noch ein bisschen dran feilen. Und dann können wir ihn auch wieder zumachen. Mit Pfeilen meine ich, ja, da noch eine Spitze dran schleifen. Ja gut, dann mache ich jetzt meinen Griff noch so weit. Und dann zeige ich euch das endgültige Endresultat von der Klappe. Ja, dann können wir uns das jetzt mal anschauen. Da hängt noch ein Metallspan. Tja, so sieht es nun aus. Deckel.
Und dann kann man das hier noch ein bisschen warm vom Schweißen. Mit etwas Schmackes hineindrehen. Tja, und somit ist meine Ascheklappe fertig. Ob das Ding im Endeffekt dann dicht ist, ob das mit der Lüftungssteuerung funktioniert, so wie ich das gern hätte, oder ob ich vielleicht hier dann doch am Schluss einen Schieber drüber mache, keine Ahnung, weiß ich jetzt im Moment noch nicht. Das wird dann der Probelauf zeigen. Gut Leute, das Ding wäre eigentlich soweit, dass wir es aufs Fahrgestell setzen können. Das bereite ich jetzt einmal noch soweit vor. Jo Freunde, ich glaube, ich habe die Position gefunden. Da ist dann noch die Kante. Ja. So mache ich fest. Finden zwei links und rechts. Stützen, vorne eine mittig, das sollte ausreichen. Ja, was soll ich weiter sagen? Ich bin dabei, die Streben zuzuschneiden und das Ding auf dem Fahrgestell festzubraten. Ich werde im Übrigen gleich komplett festbraten. Ja, alles andere drehen wir das Ding dann einfach um oder lassen auf der Hebebühne hoch für Sachen von unten oder. Gut. Weiter geht's. Jupp, aber erst morgen. Obwohl später. Tja, ich gehe jetzt vor. Wir sehen uns. Und weiter geht's. Ich habe mir hier jetzt schon die vordere Stütze zurechtgeschnitten. Die werde ich jetzt unten und oben mal anpunkten, anbraten und dann die hinteren basteln. Ach ja, ich habe mir heute noch auf die Schnelle Edelstahlstäbe organisiert. Ja, das wird der Grillrost. Dazu allen, wo geantwortet haben, mir die Vorschläge gemacht haben. Dankeschön. Aber ich habe mich jetzt doch entschlossen, selber zu bauen. Naja, worüber wahrscheinlich keiner traurig sein wird. Gut, aber ich brate es jetzt, setze die Stützen alle ein und dann sehen wir uns wieder. Da-da-da-da. Was sagt uns das? Ja, das Ding ist auf dem Fahrgestell fest. Gepunktet, wie ich es gesagt habe. Ja, dann werde ich mal die Umbauung wegmachen, dass das Ding solo dran steht. Ich habe jetzt hier mal noch mit ausgeschnitten, dass man die Gasflasche mal probeweise wieder draufsetzen konnte, die andere Hälfte. Von der Größe her kann man es jetzt sehr gut erkennen, wohin es gehen soll. Also, wenn das nicht ausreicht, dann weiß ich auch nicht. Also ich denke, das wird passen. Gut, ich werde mir hier jetzt die Streifen schnappen. Einen habe ich hier jetzt schon mal Probe gebogen. Ich werde diese aber zurechtschneiden, dass ich sie von hier bis hier mal einsetzen kann. Gerade nach oben und die Rundungen dann separat machen. Und dann können wir die Gasflasche soweit halt mal wieder draufsetzen. Ja, ich schneide jetzt die Blechstreifen ab, tue die mal anpunkten, setze die Flasche wieder oben drauf und ja, dann zeige ich euch das gleich nochmal. Im Großen und Ganzen sehen wir hier jetzt schon die endgültige Größe vom Smoker. Blechstreifen eingesetzt. Ja, so soll das werden. Ich habe jetzt oben mit angepunktet, damit unten beim Schweißen sich das nicht so verziehen kann. Das Oberteil kommt nachher nochmal runter und werde gleich einmal noch probieren, ob ich nicht hier diese Rundungen auch noch biegen kann,
dass ich das vielleicht auch gleich mit einsetzen kann. Nun gut, ich werde mich jetzt ja mit den Rundungen beschäftigen. Das Blech, die Blechstreifen, die dicken Blechstreifen dengeln und den Schraubstock biegen und mal schauen, wie ich das hinbekomme. Jo, denn dann tue ich das. Angezeichnet, naja, und dann heißt es wieder Stück für Stück schauen, dass wir es biegen und in Form bringen. Und natürlich ein bisschen auch aufs Glück vertrauen. Vertrauen Sie mir nicht, ich weiß auch nicht, was ich tue. Sage ich, das war schon wieder zu viel. Ja, und so biege ich jetzt erstmal dieses Blech zurecht und danach dann fürs andere Ende der Flasche nochmal eins. Tja, und Evola. Haben wir hier ein Stückchen zum Reinbraten, ja, was relativ gut passt. Ja, ein bisschen Luftspalt habe ich, weil ich die Flasche etwas schief abgeflext hatte. Das habe ich an der Längsblechstreifen hier ausgeglichen. Aber soweit sieht es ganz gut aus, dass wir das Ding einbraten können. Okay, jetzt mache ich dasselbe für vorne und dann werde ich sie reinbraten und untenrum gleich komplett festschweißen. Ja, die zweite Seite war etwas schneller. Gut, hier ist jetzt noch ein bisschen eine Kante, aber das liegt daran, dass die obere Hälfte ein bisschen Richtung Brennkammer verrutscht war beim Festpunkten. Gut, so sieht es jetzt aus. Von der Höhe her. Und wenn wir hier dann unsere Türle reinschneiden für oben, ja, ich glaube, das wird dann ausreichen. Wie gesagt, jetzt wird erstmal komplett verschweißt, untenrum. Dann wird die obere Hälfte wieder abgenommen. Und dann werde ich ja, ungefähr Mitte von dem Blechstreifen, vielleicht auch leicht unterhalb, gleich einmal Winkelbleche ansetzen für den Grillrost. Ja, weil so komme ich einfach am einfachsten hin. Gut, dann fertig braten, das was ich jetzt braten möchte. Und nachher wieder euch zeigen. Haha, bist du für ein Passat am Üben, ne? Leck mich. Üb weiter. Jo, soweit habe ich mal alles fertig geschweißt, was jetzt zum Schweißen war. Eigentlich ja, die ganzen Schweißnähte. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich sie abflex oder ob ich meinen Murks sichtbar lasse. Schauen wir mal. Jetzt muss ich erst dann wieder warten, bis das ausgekühlt ist. Dann kann ich das Radl wieder dran stellen. Ja, dran stellen, dran schrauben. Und dann kann ich das ganze Ding wieder gerade stellen. Und dann noch ja, zwei, drei restliche Schweißnähte machen, dass ich für die Runde fertig bin. Wie geht es danach weiter? Erst einmal das Oberteil abflexen. Ja, und dann eine traurige Mitteilung. So Freunde, die nächsten Schritte sind erledigt, dann gleich mal zu den traurigen, mein Smiley-Gesicht muss sterben. Nee, Witz, ja, das Ding wird sowieso klein geflext. Passt jetzt wunderbar für das Ding, für die Lüftungssteuerung, Brennkammer, Feuerbox, Garkammer,
Steuerung. Ja. Schreibt was rein, wenn ihr eine Idee habt, wie man das dann nennen kann. Ich da rein. Und dann nehme ich die Cam in die Hand und zeige euch, was wirklich traurig ist. Ja, Freunde, das Oberteil ist wieder unten und es geht um die Feuerbox. Tja, ihr wisst ja, wir haben viel Holz gemacht. Scheiße. Tja, das heißt, die Flasche wird verlängert. Erstmal das Holz wieder weg. Kartunk. Die schneide ich hier komplett ab. Diese Lüftungssteuerung, wo ich von Anfang an sowieso nicht so ganz überzeugt war, dass die dicht ist. Ups, ich fall gleich um, weil hier ist ein Riesenspalt und oben ist noch ein größerer. Wird man wahrscheinlich nie ganz dicht und deswegen konstruiere ich da was Neues. Und wenn die Flasche hier abgeschnitten ist, kommt hier die halbe Flasche da dran. Ja, und dann im Boden, tja, da konstruieren wir uns dann eine neue Lüftungssteuerung. Ja, das war jetzt das Traurige, eben, dass die Lüftungssteuerung fliegt, aber ihr wisst ja, Ingenieure, Entwickler, die murksen dauernd an ihren Sachen rum und in dem Falle bin ich der Ingenieur und der Entwickler von meiner Smokerratte. Also technische Änderung. Aber weiter, wie es weitergeht. Und zwar kommen hier jetzt, Moment, habe ich mir hier ja das Winkeleisen organisiert. Das werde ich hier jetzt dann irgendwo gleich reinbraten. Für den Grillrost und dann kann ich damit auch schon anfangen. Aber zuerst muss hier noch, ja, ich habe immer noch keinen Namen, Brennkammersteuerung, ja, das konstruiert werden und dann weiß ich, wie weit ich hier mit dem Grillrost gehen kann. Also, Zusammenfassung, abschneiden, abschneiden, dranbraten, Lüftungssteuerung konstruieren, Grillrostaufnahme reinbraten und wenn das jetzt nicht genügend ist für die nächsten paar Runden, naja, ich weiß nicht. Gut, ich fange jetzt mit der Scheiße an. Tja, gesagt, getan. Da. Jo, Gasflasche abgeschnitten, angeschweißt etc. pp. Wie ich es gesagt habe, gleich noch komplett einmal ringsrum verflext. Und somit richte ich mich jetzt nach dem Holzscheitel. Da bin ich jetzt knallhart für die Öffnung vom Türchen. Ja, wie mache ich die Scharniere? Da habe ich auch noch keinen Plan. Nun gut, jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich jetzt hier weitermache. Oder hier die Steuerung. Ich glaube, ich mache mit der Steuerung weiter, dass man da dann mit dem Gitter anfangen kann. Ja, Freunde. Ja, hier geht's weiter. So, meine Lieben. Und durch die ganze Schrauberei, Schweißerei, Flexerei, ganz einfach durch den ganzen Smokerbau bleibt momentan ja, das leibliche Wohl etwas auf der Strecke. Ja, und deshalb muss ich heute wieder auf meine heißgeliebten, guten, alten Ravioli zurückgreifen. Tja, da habe ich letztens ein Joke-Bild gepostet und dann haben ja einige Leute gesagt, wir wollen das als Video haben. Bitteschön. Jetzt habt ihr dazu euer Video. Ja, wenn man Smoker baut, muss man Kompromisse eingehen. Aber Leute,
Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich liebe diese Ravioli. Kann nichts dafür, ist so. Sobald ich mich gestärkt habe, geht am Smoker weiter. Ja, und hier probiere ich mal ein Scharnier zu bauen. Für was? Seht ihr nachher am Smoker. So Leute, gebraten Horni, gebraten habe ich. Ja, und bevor ich mal da jetzt die Finger verrenke, nehme ich meine Lampe mit Magnet, um das fortzuführen. So wird die Klappe dann aufgehen. Ja, hier haben wir für einen Dauerbetrieb und dann halt je nachdem. Jetzt muss ich mir bloß noch überlegen, wie ich es mache von der Ansteuerung. Aber ich denke, da wird irgendwie nach oben eine Stange rausgehen. Da habe ich ja eigentlich schon eine Idee, wie ich das am besten mache. Aber dazu viel später mehr. Da kommt vielleicht jetzt unten gleich noch zwei Bleche hin, wo ich die Stange dann einhängen werde. Aber ansonsten, wie gesagt, später mehr. So, meine Freunde, als nächstes, im nächsten Schritt, werden dann natürlich länger als das hier jetzt, irgendwo in die Höhe hier hin oder vielleicht auch Mitte von dem. Muss ich noch genau gucken, wie ich es mache. Und ja, die kommen auf alle Fälle so rum hin. Nee, Schmarrn. So rum kommen sie hin, dass ich das Gitter bis außen hinlegen kann. Und hier zum Abschluss kommt es dann so rum rein, damit man hier die Klappe ziemlich weit aufmachen kann. Ja, so sieht es ganz gut aus. Sollte ich vielleicht mal meinen Arm wegnehmen. Ja, so wird es dann gemacht. Aber das ist alles Material für die nächste Folge, weil ich habe heute keinen Bock mehr. Unglaublich, aber wahr. Aber es ist tatsächlich so. Ja, jetzt haben wir es gerade mal 9:15, aber ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Kein Bock mehr einfach. Tja, was habe ich heute sonst noch alles gemacht? Ja, draußen noch restlichen Pflanzen eingeräumt und lauter so ein Scheißtrick. Naja, okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und morgen wird erstmal gegrillt. So, meine Lieben. So sehe ich doch wieder richtig frisch aus. Tja. Und die kompletten letzten Aufnahmen waren alle ganz aktuell vom 5.11., also Samstag. Tja, wenn ihr das jetzt alles gesehen habt, hatte ich eine anstrengende Nacht hinter mir, weil dann habe ich es noch bearbeitet und hochgeladen. Wie gesagt, morgen wird gegrillt. Ja, was wäre noch zu sagen? Eigentlich nichts mehr. Außer, wenn euch das Video wieder gefallen hat, Daumen nach oben, ein nettes Kommentar, beziehungsweise Vorschläge, vielleicht noch wegen der Klappe, wie ich die am besten ansteuern kann. Aber, naja, ein paar Ideen habe ich dazu ja schon. Die habe ich euch bloß noch nicht verraten. Sonstige Ideen und Anregungen unten runter in der Box gerne gesehen. Und wer es noch nicht getan hat, abonnieren und nichts mehr verpassen. In diesem Sinne, gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Ciao.